Herzlich willkommen zu den Nachrichten hier bei uns auf Güstrow TV. Am 16. November findet die nächste Sitzung der Stadtvertretung im Bürgerhaus statt. Unter anderem stellt sich an diesem Abend auch das neu gegründete Jugendparlament vor. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr und ist wie gewohnt für jedermann im öffentlichen Teil zugänglich. Besser hätte das Wetter für den Herbstmarkt im Hof des Weinhauses im Hof nicht sein können. Zahlreiche Besucher stöberten durch das vielfältige Angebot. Schmuck, Gestricktes, aber auch Bücher, Obst, Couscous oder Gestecke von Traumfloristik. Das Angebot beim Herbstmarkt im Weinhaus im Hof am vergangenen Sonnabend war groß. Und es herrschte schon kurz nach 10 Uhr buntes Treiben. Da ließen sich einige motivieren, ein kleines Geschenk zu kaufen oder schon mal den ersten Glühwein zu probieren. Wer hatte die Idee für diesen Markt? Das war von meiner Mitarbeiterin Andrea und von der Frau Schneider vorne, vom Wünsch dir was, war die Überlegung, ob wir sowas machen. Habe ich gesagt, ja, warum nicht, können wir mal ausprobieren. Und das bietet sich ja so ein schöner Tag dazu an. So gehörte auch der Spielzeugladen Wünsch dir was zu diesem Herbstmarkt dazu. Das Angebot war vor dem Geschäft aufgebaut. Manuela Fehrenberg präsentierte ihren Schmuck und Selbstgestricktes. Ketes kleiner Laden hatte einige Kerzen, Tassen oder auch besondere Teegeschenke mitgebracht und der Buchladen Welt im Buch bot Kalender und Bücher an. Gut ist, wenn sich viele für solch einen Markt zusammentun. Wir haben rumgefragt, wer da mitmachen möchte und es ist ja auch noch dieses Vorweihnachtsdamm heute und da hat einer von den Veranstaltern gesagt, na, da kann jeder mitmachen, der eigentlich möchte und dann sind wir auf den Tag gekommen, weil ich der Meinung bin, je mehr mitmachen, umso mehr Leute kriegen wir in die Stadt und umso schöner wird es für alle, hoffe ich zumindest. Das Wetter spielte für alle Beteiligten den ganzen Tag mit. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt für solch ein Angebot. Heidrun Handorf von Traumfloristik nutzte den Markt, um ihr Angebot in Samsdorf bekannter zu machen. Dort bietet sie Seidenblumenfloristik, die gerade jetzt in der Herbst- und später auch in der Adventszeit gern genutzt wird. Im Weinhaus gibt es demnächst noch weitere Höhepunkte. Am 1. Dezember ist die Einstimmung in den Advent ab 17 Uhr mit Glühwein und Weihnachtssingen geplant. Und am 16. Dezember soll Otto von Ossen nochmals für Weihnachtsstimmung sorgen. In den kommenden Wochen und Monaten müssen sich die Bewohner von Lohmen auf erhebliche Verkehrseinschränkungen einstellen, da die Landstraße 11 saniert wird. Die Bauarbeiten erstrecken sich über 660 Meter und beginnen am 13. November mit einer geplanten Fertigstellung im August 2024. Während der Bauarbeiten wird es in drei Abschnitten zu Vollsperrungen kommen, wobei der Anliegerverkehr teilweise möglich ist. Ortsansässige kennen alternative Routen, während auswärtige Verkehrsteilnehmer eine längere offizielle Umleitung über die B104 nehmen müssen. Ein vorweihnachtliches Tamtam lockte bei bestem Wetter die Gäste in verschiedene Läden der Domstraße und Hageböcker Straße. Ein Geschäft feierte zudem Geburtstag. Zum vorweihnachtlichen Tamtam haben mehrere Händler und Geschäftstreibende aus Güstrow am Sonnabend eingeladen. Die Inselliebe in der Domstraße öffnete dafür ihren Hof und bot hier Töpferwaren aus Ruchow und Schmuck von der Goldschmiede Caroline Stopper aus der Nähe von Dobbertin an. Der Foodtruck Blums Delikat sorgte für das leibliche Wohl. Und natürlich war die Inselliebe auch geöffnet, die ihren Geburtstag feiern kann. Christiane Brusch ist davon begeistert. Tamtam, das ist eine Weihnachtsausstellung, die ab heute beginnt und an der sich die Domstraße und auch die Hageböcker Straße beteiligt. Es wird am 4. November immer traditionell auch der Geburtstag der Inselliebe gefeiert und das ist heute also auch noch etwas, was dazukommt und Musik, wie Sie hören und man kann sich's noch gar nicht vorstellen mit Weihnachten, aber wir haben heute den 4. November und es geht los. Die Saison ist eröffnet und wir hoffen, dass viele Menschen kommen und sich freuen und ja, dass die Vision, die dahinter steckt, in Erfüllung geht. An diesem Treiben beteiligten sich auch die Galerien in der Hageböcker Straße, wie das Geschäft Himmel und Erde, die Steakwerft oder auch die Rösnerei. In der Domstraße waren das Frauenzimmer ebenso wie der Teeladen, die Kunstschmiede oder das Geschäft La Mer dabei. Ja, ich finde es eigentlich schön, dass in Güstrow mal wieder etwas gemacht wird, auch für die Einzelhändler. Ich glaube, wir alle wollen einfach auch zeigen, dass wir da sind. Auch durch die Baustelle hatten wir hier einige Probleme gehabt. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir hier alle zusammenarbeiten und auch in der Hageböcker Straße etwas los ist. Und ja, das machen wir dann halt auch noch im Dezember.
So haben die Geschäftsinhaber mal wieder selbst die Initiative ergriffen. Und sie haben schon angekündigt, dass auch an den Adventwochenenden noch einmal solche gemeinsamen Aktionen geplant sind. Im Übrigen werden an den Wochenenden des 2. und 16. Dezember die Einzelhändler in der Innenstadt ihre Geschäfte von 10 bis 18 Uhr öffnen. Dies bietet dann sowohl den Güstrowern als auch Besuchern eine ausgedehnte Einkaufsmöglichkeit, die zum Bummeln und Stöbern einlädt. Darüber hinaus haben die Unternehmen gemeinschaftliche Aktionen geplant, um das Einkaufserlebnis zu bereichern. Hier geht es weiter mit unseren Kulturnews. Für große und kleine Theaterfreunde hat das Ernst-Barlach-Theater folgende Aufführungen im Programm. Willkommen zu den Kulturnews. Zu einem besonderen Filmabend lädt das Krumme Haus am 15. November um 19.30 Uhr ein. Die Berliner Regisseurin Karin Kaper wird zu Gast sein und ihren Film Walter Kaufmann – Welch ein Leben vorstellen. Der Dokumentarfilm beleuchtet das bewegte Leben des jüdischen Schriftstellers und politischen Aktivisten Walter Kaufmann, dessen Eltern in Auschwitz ermordet wurden und der selbst durch den Kindertransport nach England gerettet wurde. Am 15. November um 19 Uhr präsentiert Frau Dr. Margot Krempin im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kulturpunkt Kloster Rühn ihre neue Chronik über Lhase. Die Chronik beleuchtet die Geschichte des Ortes anhand von Lichtbildern und kurzen Textausschnitten. Sie entstand anlässlich der 775-Jahr-Feier von Lhase und zieht Interessierte und Experten an. Die Chronik enthält Dokumente, Karten und Fotos, die die Entwicklung dieses landwirtschaftlich geprägten Dorfes mit Schule und Kirche verdeutlichen. Leser erhalten somit einen Einblick in die Geschichte von Mecklenburg und dieses besondere Dorf. Am 18. November lädt das Ernst-Barlach-Theater in Zusammenarbeit mit der Güstrow-Information zu Klassik am Nachmittag ein. Der Nachmittag startet um 14 Uhr mit einer Stadtmuseumsführung zum Klassizismus und der Blütezeit Güstrows um 1800. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen in der Städtischen Galerie Wollhalle. Um 16 Uhr beginnt das kammermusikalische Konzert mit dem Trio Nomada. Karten sind in der Güstrow-Information und am Theater erhältlich. Wir wünschen viel Spaß. Ebenfalls am 18. November gibt es wieder Live-Musik im Schnickschnack. The Earwigs aus den Zittauer Highlands bei Schwerin bieten ein abwechslungsreiches Programm mit viel Spaß am Musizieren. Zu flotten irischen und schottischen Melodien kann geklatscht, getanzt oder locker mit dem Fuß im Takt gewippt werden. Herr Mommsen, und wie bequem ist es, das also Sofa? Ich muss sagen, wer da schon alles aufgesessen hat, ist das gar nicht durchgesessen. Also nee. Geht gut, wunderbar. Ja. Und die Haare so schön, wunderbar. Oh, danke für das Kompliment. Ja, also, gerne. Deine sitzen aber auch sehr gut. Ja, ich war ja vor Ihnen auf dem gleichen Stuhl, Herr Mommsen. Ja. Geht doch. Ich bin ja gern unter Leuten. Immer mittendrin, da, wo dein Leben spielt. Weil Sie haben die Handykinder zu Hause, der kennen die das, oder? Wenn du dich mit meinem Sohn verabreden willst, dann musst du 5-mal telefonieren. Das erste Mal ruft er an und fragt, wann wollen wir denn los? Ne? Gut, dann machst du mit ihm eine Zeit aus. Dann ruft er kurz bevor er losfährt, ruft er an, er fährt gleich los. Klar. Von unterwegs muss er mal eben Bescheid sagen, wie er denn so durchkommt. Kurz bevor der da ist, ruft er an, er wäre gleich da. Und denn du siehst den schon, wie der auf dich zukommt. Da ruft ja noch mal jemand und fragt, na, wo bist du gerade, du? Hör auf. Sie merken schon, ich kann mich manchmal schwer zurückhalten. Aber was in meinen Kopf reinkommt, das will da auch wieder raus. Ich habe zwar nicht von allem Ahnung, aber zu allem was zu sagen. Das macht meine Frau wahnsinnig, aber das Publikum und die Veranstalter glücklich. We'll be right back.
Willkommen beim Sport. Am 18. November findet das erste Hallenspaßturnier für Hunde in der Cavallo Arena von Reitsport Mansky statt. In den Disziplinen CSC-Mannschaft, CSC-Einzel und Geschicklichkeitsparcours können Hund und Mensch ihr Können unter Beweis stellen. Alle Parcours sind individuell gestellt und entsprechen nicht der Prüfungsordnung. Es handelt sich um ein reines Spaßturnier. Ab 9 Uhr geht es los und auch Zuschauer sind natürlich herzlich eingeladen. Das Autohaus Nord überraschte die Hortkinder an der Schule am Inselsee mit einem ganz besonderen Geschenk. Große Freude im Hort der Schule am Inselsee. Der vom Hort angebotene Handballkurs bekam vom Güstrower Handballverein 2 Minitore zur Verfügung gestellt. Der GHV wiederum hatte die Tore vom Autohaus Nord erhalten und sie an die Schule, mit der der Verein eine Partnerschaft unterhält, weitergegeben. 2 weitere Minitore aus dem Projekt gehen in die Kindertagesstätte Lahlendorf. Der Volkswagen-Konzern engagiert sich im Sport und ist großer Sponsor des Fußballs. Da war halt unser Ansinnen, weil wir auch Kooperationen mit anderen Sportvereinen haben, ob die auch Interesse an dieser Aktion hätten. Und da haben wir den Güstrower Handballverein gefragt und die waren da engagiert. Und wenn wir gerade immer so die Kinder da in Bewegung haben, das ist dann halt immer was Schönes am Ende. Erst vor 7 Monaten hatte das Autohaus für die Kita Häschenschule am Mühlbach in Mühlrosin einen Verkehrsgarten eingerichtet und 5 Bobbycars gesponsert. Zwischen dem GHV und dem Hort der Schule am Inselsee besteht noch eine weitere Beziehung. Martin Büttner, der seit der vergangenen Saison die erste Männermannschaft des GHV verstärkt, arbeitet als Horterzieher an der Schule. Der 26-Jährige leitet den Handballkurs für die Hortkinder. Und obwohl die Tore mit den Abmessungen 150 x 90 cm keine Handballtore sind, kann sie Martin Büttner gut für den Kurs gebrauchen. Ich denke schon. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir erstmal ein bisschen die Grundlagen kennen. Also dass wir mit dem Ball prallen können, dass wir den Umgang mit dem Ball lernen. Und wenn da dann die Grundlagen geschaffen sind, dann empfehlen wir natürlich vielleicht den Gang zum GHV, dass man dort diese erlernten Praktiken noch weiter forciert. Und ja, darauf kommt es dann im Großen und Ganzen an. Im Hort der Grundschule am Inselsee werden knapp 200 Kinder betreut. Großgeschrieben wird in der Freizeit die Bewegung bei Sport und Spiel. Diesem Ziel dienen neben dem Handballkurs noch weitere Angebote. Wir bieten vom Hort aus mit externen Leuten Boxen an. Wir bieten von Hansa die Ballschule an. Wir bieten an einen Selbstverteidigungskurs, der cool bleiben heißt. Auch ein Kochkurs wird durchgeführt. Ein Tanzkurs wird durchgeführt. Und verschiedene Sportspiele werden durchgeführt. Und ja, Entspannungskurse, also das Angebot ist wirklich sehr vielfältig. Und auf Bewegung sehr konzentriert, was den Kindern hier sehr gut tut. Pro Kurs sind ca. 20 Kinder aktiv. Martin Büttner hofft, dass später einmal möglichst viele der jungen Sportler aus seinem Handballkurs den Weg zum Güstrower Handballverein finden. Guten Tag, mein Name ist Wilfried Minnig aus dem Hagebaumarkt Güstrow. Ja, wer es noch nicht gemerkt hat, der merkt es jetzt, es wird abends wieder früher dunkel. Und damit man nicht im Dunkeln sitzt und im Dunkeln munkeln muss, haben wir im Hagebaumarkt das Thema Licht einfach mal in den Fokus genommen. Wir haben ein umfangreiches Angebot an Leuchten, von der Wohnraumleuchte über die Industrieleuchte bis zum Büro. Aber ganz besonders stolz sind wir darauf, dass wir im Bereich LED-Leuchten und dekorative Leuchten ganz weit vorne mit dabei sind. Von den ganz kleinen bis hin zu den ganz großen ist alles dabei. Für jeden Geschmack, für die Elektrik, für die Beleuchtung. Wenn es ums Licht geht, kommt zu uns. Bei uns ist es meistens an. Willkommen beim Wetter. Heute Abend und in der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen, das Thermometer fällt auf 5 Grad.
Am Samstagmorgen regnet es bei Temperaturen ebenfalls um die 5 Grad. Später ziehen Wolkenfelder durch und das Thermometer steigt auf bis zu 8 Grad. Am Abend und in der Nacht ist es dann neblig, die Werte gehen zurück auf 6 Grad. Am Sonntag ist es tagsüber bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad. Nachts ist es überwiegend klar mit vereinzelten Wolken bei Tiefsttemperaturen um die 3 Grad. Hier geht es weiter mit unserem Best-of. Wir wünschen viel Spaß und ein schönes Wochenende. Willkommen in der Steakfest. Ich bin Stefan Pistol, euer Fleischermeister, und ich zeige euch mal, was es hier alles gibt. Wir haben eine riesen Auswahl an regionalem Fleisch aus Mecklenburg-Vorpommern, alles in Bio-Qualität, aber natürlich darüber hinaus auch Spezialitäten aus der ganzen Welt. Wir haben Iberico-Schwein aus Spanien und wir haben natürlich auch japanisches Wagyu-Steak. Also wir haben für alle was, ob Hobbykoch oder Profigriller. Und natürlich die passenden Spirituosen, Gewürze und natürlich auch die richtige Pfanne. Also, komm vorbei! Hallo, herzlich willkommen bei uns im Autohaus Nord in Güstrow. Ich bin Sven, das ist meine Kollegin Vera. Und wir stellen euch heute den neuen Touareg vor. Einer der markantesten Punkte bei unserem neuen Touareg ist die komplett überarbeitete Frontpartie. Sie wirkt noch ein bisschen knackiger, kerniger und in dem Falle durch die Airline noch deutlich sportlicher. In Verbindung mit dem Black Style und der Farbe Weiß, so wie wir unseren Vorführwagen haben, ein echter Hingucker auf der Straße. Auch das neu überarbeitete Lichtkonzept mit den HD-Matrix-Scheinwerfern vom Touareg sind gerade im Dunkeln und bei Überlandfahrten ein echtes Plus. An der Seite hat der Touareg seine klassische, markante, sportliche, ja, ich hätte es fast gesagt, leicht aggressive und bullige Form behalten. Die Linienführung ist weiterhin sehr klar und sehr, sehr dominant. Eins der absoluten Highlights beim neuen Touareg ist die neue Heckpartie. Vor allen Dingen mit der neuen Lichtführung. Wir haben das durchgängige LED-Band und eins der neuen Markenzeichen von VW, das beleuchtete Hecklogo. Und ein weiteres Highlight, was ich natürlich ganz toll finde, wenn ich einkaufen muss. Und siehe da, mein Kofferraum ist auf. Natürlich gilt das auch für die Männer, wenn sie ihre Bierkisten tragen müssen, ne? Auch hier die neu überarbeitete Ambientebeleuchtung, schön in blau gehalten. Man kann dieses aber auch in 30 anderen Farben einstellen. Dann hier setze ich mich jetzt in diesen Ergo-Komfortsitz nach oben positionieren. Nichts mehr mit der Hand pumpen, wie man das früher kannte. In Edelstahloptik einmal das Bremspedal, einmal Ablagefuß und einmal Gaspedal. Im Lenkrad alles bedienbar mit Sprachbedienung. Wir haben den Tempomat mit Abstandswarner drin, Radio kann man bestellen, wir haben eine Lenkradheizung drin und vieles, vieles mehr. Jetzt würde ich vorschlagen, wir drehen eine kleine Runde. Bei dem neuen Touareg haben wir aktuell 4 Motorenvariationen im Angebot. Davon sind 2 Dieselmotoren, jeweils 3 Liter V6 Motoren, einmal mit 231 PS, einmal mit 286 PS. Dann haben wir noch eine Benzinvariante, ebenfalls ein 3 Liter Benzin V6 Motor mit 340 PS. Und auch wieder bestellbar mit Einführung des neuen Touaregs wird der Plug-in-Hybrid-Motor sein.
Da befindet sich eben genauso der 3 Liter V6 340 PS Benzinmotor und zusätzlich noch mal ein 136 PS Elektromotor dazu, sodass ich eine Systemleistung von fast 470, 476 PS habe. So wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt gerade hier schön draußen an der frischen Natur. Aber ich möchte euch auch sagen, dass ich auch im Auto zu sehen bin mit der neuen Nachtsichtkamera und das sogar im Dunkeln. So, wir hoffen, dass euch unsere kleine Vorstellung des neuen Touaregs gefallen hat. Wenn ihr mehr erfahren wollt, besucht uns im Autohaus Nord im Güstrow. Und bis dahin wünsche ich euch allzeit gute Fahrt.